Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Fortsetzung des EU-Gipfels in Porto. Bei dem Treffen in Portugal stehen soziale Fragen im Mittelpunkt. Die EU-Staaten wollen sich verpflichten, die Beschäftigungsquote zu steigern, Weiterbildung zu stärken und Armut zu bekämpfen. Am Nachmittag ist eine Videokonferenz mit Indiens Premierminister Modi geplant. Weiter sinkende Tendenz bei Corona-Zahlen in Deutschland. 15.685 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. 3.250 weniger als vergangenen Samstag. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei knapp 122. Mehr als 200 Verletzte bei Ausschreitungen in Jerusalem. Am Tempelberg warfen Palästinenser Flaschen und Steine auf israelische Sicherheitskräfte. Diese setzten Blendgranaten und Gummigeschosse ein. Hintergrund der Gewalt ist die geplante Zwangsräumung palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Weiterhin Proteste gegen Polizeigewalt in Rio de Janeiro. Auslöser war am Donnerstag ein Einsatz gegen Drogenkriminalität in einem brasilianischen Armenviertel. Dabei sind mindestens 28 Menschen getötet worden. Die Vereinten Nationen sowie verschiedene Menschenrechtsorganisationen fordern eine Untersuchung des Einsatzes. Zur Fußball-Bundesliga. Stuttgart besiegt Augsburg mit 2:1. Die Augsburger sind damit seit 5 Spielen ohne Sieg und auch nach der Rückkehr von Trainer Weinziel weiter vom Abstieg bedroht. Das Wetter. Zunächst verbreitet sonnig, später im Westen und Nordwesten dichte Wolken mit Regen und im übrigen Land neben Sonnenschein dann auch einige Wolkenfelder bei 11 bis 22 Grad.